Okay, here we go. Ja, here we go. Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Es ist wieder Freitag, es ist Flipperzeit und heute zeige ich euch den Family Guy von seinem Pinball auf der Nvidia Shield oder der Ouya und es gibt's auch für alle möglichen anderen Systeme, wie ich schon im ersten Video Back to the Future letzte Woche gesagt hatte. Und da entschuldige ich mich nochmal für die eher mäßige Audioqualität. Ich habe extra ein neues Mikrofon und ich hatte es auch angeschlossen, aber ich hatte nicht gemerkt, dass ich es nicht ausgewählt hatte. Es tut mir leid. In Zukunft werden die Sachen besser. Und wie Back to the Future hat auch dieser Tisch eine hübsche Kombination von klassischen Flippern und Videospielelementen. Und was es damit so auf sich hat und ob dieser Tisch Spaß macht, das zeige ich euch nach dem kleinen Rundflug und dem kurzen Intro. Also bis gleich, bleibt dran! Hey Joe, I'm over here. So, willkommen zurück. Da steht Peter und sein Kumpel Joe im Rollstuhl ist derjenige, der die Kugel ins Spiel bringt. Wollen wir mal gucken, ob wir einen Trickshot schaffen. Jawohl! Gleich beim ersten Mal, super. Oh, this is fun, huh? So, da drüben ist Huey und wartet auf seine Gelegenheit. Früher wollte er die Weltherrschaft. Yeah. Von dem Plan ist er ein bisschen abgekommen. Oh, we gotta fight. So. Auch in diesem Flipper sehen wir natürlich viele, viele Details, die man aus der Serie kennt. Mm. You like popsicles? Your progress has been... Yeah. Und wieder natürlich die Originalstimmen mit Zitaten aus der Serie. Warum heißt das hier The Clam, nicht The Drunken Clam? Hat das Jugendschutzgründe? Ah, ich komme gerade nicht so ins Spiel irgendwie. Oh, Schisser. Wow. Ja. What? Doof. Nicht so gut. Egal. So, I got a deck of cards you can put in your wheels to look cool. Well, then this has been an absolute misfire. Ah, Mann. Nicht so mein Tag heute. How you coming on that novel? Working on. How you coming on that novel? Das ist so ein Running Gag. Und zwar versucht Brian einen Roman zu schreiben. Die ganze Serie über. Es tut sich aber nie was. Und Stuart zieht ihn immer damit auf. Okay. You heard the baby talking in there, didn't you? Das war jetzt nicht so toll. War auch nicht lang. Versuchen wir es nochmal. Okay, here we go. Ja, genau. Oh, and the adventure begins again. Immer in die Fresse rein. Witzig finde ich, dass man ihn auch verschieden treffen kann. Also Peter. Weil eben haben wir ihn ja richtig ausgenommen. Yeah. Oh, no. Achso, shoot again. Okay. Oh, this is fun, huh? Bei Stewie hatte ich ja eine Zeit lang immer gedacht, dass die Originalstimme John Oliver ist. Your progress has been... John Oliver ist ein Talkshow-Host in Amerika. Der macht Last hey, Week Tonight. Hey, großartiges Infotainment.
Ja. Der greift sich ein Thema und erzählt dann mal 20 Minuten drüber. Man lernt was und weiß manchmal aber auch nicht, ob einem das Lachen im Hals stecken bleiben soll. Das ist echt gut gemacht. Und er ist Brite in Amerika und hat einen ganz besonderen, eine ganz besondere britische Art, Dinge auszudrücken. Sehe ich gerne. Und diese Vorträge kann man alle auf YouTube sehen. Ich muss einfach schauen. Last Week Tonight mit John Oliver. Bam. Das gefällt Stewie. Ja. Das ist eigentlich so meine Lieblingsdysfunktionale Familie. Ich finde, ich habe Family Guy erst relativ spät kennengelernt. Ja, aber dafür dann umso heftiger. Ja, genau. Fernsehsender aktiviert. Ich habe wichtige Verkehrsnachrichten, die Ihnen nicht helfen, weil Sie ja eh wo sind, wo ein Fernseher steht. Cool. Sehr cool. Warum sind die bunt? Geil. Sieht ja witzig aus. Ich fand die Simpsons dann irgendwann... Ich sehe die zwar immer noch ganz gern, aber es ist mehr so Slapstick geworden. Es ist nicht mehr so... Die halten nicht mehr so Finger in die Wunde wie früher. Family Guy ist da an die Stelle getreten. Und es gibt mittlerweile viel, viel bösere Serien. Wie zum Beispiel Bob's Burgers oder Rick and Morty. Wobei Rick and Morty ist schon fast zu, ist mir fast zu stressig zu gucken. Also ich mag das ganz gern. Aber das kann ich nicht binge-watchen, das ist mir zu anstrengend. Warum ist der Ball jetzt farbig? So, ich würde gern das Videospiel aktivieren, um euch das zu zeigen. Ich weiß allerdings nicht, wie es geht. Früher oder später... Jetzt ist der Ball wieder normal. Früher oder später kommt ein kleines Videospiel, eine Action-Sequenz. Mit Stewie. Und die würde ich gerne mal zeigen. Vorher kann ich hier nicht aufhören. Oh no. Ja, oh no. Dass die Kinder nicht so vorkommen da drin, das ist ein bisschen schade. Ja, ist ja gut. Weg. Nochmal. Okay, here we go. Oh, and the adventure begins again. Oh. Joe, that was so close. Ja, das war close, aber getroffen habe ich nicht. Aber das macht nichts. Ich habe auch vorhin schon ein paar Mal getroffen. Ah. Good, good so far. Stimme von Brian ist auch sehr cool. Bob's Burgers gibt's auch einen Flipper hier. Den zeige ich auch demnächst mal. Das ist eine Serie, die habe ich mehr oder weniger zufällig entdeckt. Die läuft auf Comedy Central. Am Anfang dachte ich, das ist so ein bisschen lahmarschig. Aber es... Es lebt von seinem skurrilen Humor. Muss man sich drauf einlassen. Warum ist der Ball jetzt? Das verstehe ich nicht. Ja, ich sollte vielleicht mal lesen, was da oben steht. Ich soll Brians Freundin zu treffen. Triff, leuchtende Bahnen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Das ist das alte Problem. Das erzähle ich wahrscheinlich in jedem Video. Ich vergesse immer, auf dieses Display zu schauen. Ich konzentriere mich auf den Ball und... Na? Good, good so far.
everybody give me your best shot. Oh, die Badewannen kommen. This has been Trisha Takanawa with the news. And now I will have my normal post-news review from my mom in her car. Well, then this has been an absolute misfire. Yeah, sehr gut. What are you doing, Mr. Swanson? Joe, that was so close! Cool! How you coming on that novel you're working on? Huh? Das ist das Huhn. Mit dem prügelt sich Peter immer. Also es ist ja kein richtiges Huhn, es ist ein Typ in einem Huhnkostüm. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Aber es gab wohl irgendwie mal einen Gutschein für ein Restaurant. Der ist abgelaufen von diesem Mann im Huhn. Und seitdem gibt es immer auf die Fresse. Sweet. Multiball ist super. Yeah, win it, right here. Extra Kugel leuchtet. Ja, super. Soll nicht leuchten, ich will sie haben. Ups. Perfect. It's kinda nice. Yeah. Nein! Ach, Mann! Kacke. Yeah! Schon wieder aus. This whole day has been one big laugh riot. Ja. Oh, this is fun, huh? Na klar, ist das fun. Oh, and the adventure begins again. So, auf die Fresse. Oh, Peter hält sich das Bein. Ist er auf sein Knie gefallen? Steh auf, du Memme. I'm a dumb cop. I like to give Tom Tucker a ticket. I was going like 41. Das hatte ich noch nicht gesehen. Schön einfahren lassen. So far. All right, I knew this was coming. Everybody give me your best shot. Na komm. Oh no. Trifft die Badewanne, ja, würde ich ja gern. Ach da. Ja. I'll get out of here. Oh, oh. Ich hab sie nicht gesehen. Oh nee! Scheiße! I'm finished. I'm done. It's over. What are you doing, Mr. Swanson? Auf die Fresse. It's kinda nice. Yeah. Good evening, I'm Tom Tucker. Coming up, important traffic news that can't help you because you're someplace where a TV is. Cool! Giggity. Oh, fuck. Ah, gerettet. Glück gehabt. Yeah. Shut up, Meg! Oh, no! Nee, weiß nicht. Bin gerade ein bisschen unzufrieden. Es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Joe, I got a deck of cards you can put in your wheels to look cool. Well, look, pal, I don't take coupons from giant chickens. Not after last time. Ach, Multiball ist cool. Einfach.
weil man nichts tut, außer darauf zu achten, dass die Kugeln nicht ins Loch fallen. Ah, also ungefähr so. Ein paar Mal kommen sie ja wieder raus. Ja. Ah, vorbei. Ah, das ist, ich drücke immer die falsche Taste. Ich bin so dumm. Wow. Wow. Ah, ein weiterer Schuss da rein. Und ich glaube, ich dann aktiviere ich das Videospiel. Ja, da ist es, genau. Good shot. No. This is too perfect. Yes. This is too perfect. Yes. Problem ist die Schießerei. Ja, ich habe das nicht so ganz kapiert bis jetzt. Man kann den Schuss nicht beeinflussen. Er schießt, wenn man rauf oder runter steuert. Und da habe ich das Timing noch nicht raus. Ich war einmal fast so weit. Und am letzten Flieger bin ich gescheitert. Ah, das ist halt eine von Stu's Weltbeherrschungsfantasien. Oh, this is fun, huh? What are you doing, Mr. Swanson? Well, then this has been an absolute misfire. Okay. Wow! Den machen wir noch. Ihr habt das Videospiel gesehen. Das wollte ich noch erledigen. Good, good so far. Vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin. Das ist schwierig. Na. No. Ja, zu früh. Timing ist meine Sache heute nicht so. Ah, das macht nichts. Oh. And now I will have my normal post-news review from my mom in her car. Joe, I got a deck of cards you can put in your wheels to look cool. Für den Spruch gibt's gleich mal auf die Kniescheibe. Are you glad you left the lighthouse now, Seamus? Oh, I think so, Seamus. Cool, cool. Kickback leuchtet, das ist immer gut. Die Lizenz zum Scheiße bauen. How you doing, buddy? Ah, kommt wieder raus. Oh, this is fun, huh? Stu amüsiert sich. Wenigstens Stu. Wie sieht's mit euch aus? Mögt ihr eigentlich Family Guy? Seht ihr das wie ich? Dass das die böseren Simpsons sind? Die besseren Simpsons? Ich finde interessant, dass diese kontroversen Serien wie im Family Guy laufen und abgesetzt werden. Und dann irgendwann merkt jemand, dass es fehlt. Und es kommt umso stärker wieder zurück. Bei Family Guy war es wohl so wie bei Futurama, dass die DVD-Verkäufe so gut waren, dass man sich entschlossen hat, neue Folgen zu produzieren. Auf die Fresse! How you coming on that novel you working on? Huh? Ah, sweet. Sweet.
Treff das Hähnchen. Ja. Auf Kommando ist immer schlecht. Ja, hätte fast geklappt. Ah, no! That was painful. Naja. We're done. Game over, man. Game over, man. Game over. Ja, das war Family Guy von Zen Pinball auf der Nvidia Shield. Wie gesagt, gibt's für alle möglichen Systeme. Könnt ihr einfach mal raussuchen. Ich schreibe euch die rein, die ich weiß, in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Viertelstunde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir rein. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch rein. Aber seid nett. In diesem Sinne, ich bin euer Alex und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao.